Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Black Ops 3. Hey, Hendrix, wo sind wir nochmal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier in der Quarantänezone. Ach ja, das ist eine CIA-Operation. Das ist ihr Unterschlupf. Gut, dass du dir's gemerkt hast. Hoffentlich erinnerst du dich auch, was ich davon halte, wenn die CIA jede unserer Bewegungen überwacht. Das tun sie doch immer, Hendrix. Das müsstest du eigentlich wissen. Ich glaube, du entwickelst dich nur zu einem grantigen alten Mann. Okay, ja, nach diesem kurzen, unnötigen Blabla sind wir jetzt in unserer Basis zum ersten Mal. Also vorher war ich da noch nie drin. Also hier kann man sich quasi ja, so wie es aussieht, neu ausrüsten. Das werde ich jetzt gleich mal hier tun. Konfigurieren Sie Ihre Kampfausrüstung. Ja, das klingt doch gut. Gut, hier kann man seinen eigenen Loadout einstellen. Das ist ja quasi wie im Multiplayer. Das ist ja mal schön. Ich habe hier schon meine CUDA auf Level 3. Und ich kann die Pharaoh auch nehmen. Die macht mehr Schaden, hat aber weniger Reichweite. Gut, das ist einfach eine MP. Nee, Sturmgewehr. Ich brauche immer ein Sturmgewehr. Was haben wir denn hier? Mehr Feuerrate, weniger Schaden, noch weniger Schaden. Nein, nein, das ist okay. So, ein neues Visiermuster drauf, das ist ja klar. Natürlich ein Rotpunktvisier, sonst komme ich damit gar nicht klar. Aufsätze, Magazinerweiterung, Schnellziehen. Ja, Schnellziehen brauche ich unbedingt, da muss ich gar nicht mehr gucken, was hier sonst noch gibt. Lasermarkierer, schnelles Magazin. Reduzierte Rückstoß, jawohl, sowas brauche ich immer. Ich brauche Schnellziehen und weniger Rückstoß. Ne, Wildcard kann ich jetzt auch noch draufsetzen. So, zusätzlicher Aufsatzplatz. Jetzt muss ich nur gucken, es gibt doch hier bestimmt noch irgendwelche Punkte, die ich hier verbrauche. Naja, scheinbar nicht. Ja, erweitertes Magazin ist ja immer gut. Ah, und jetzt müsste ich dann nochmal was freischalten, eine Wildcard, um hier weiter was freizuschalten. Gut, das ist egal. Ich habe jetzt hier noch eine Pistole, aber bei der brauche ich gar nichts. Ich brauche eher noch Primär und Taktik. Okay, Taktikgranate ist okay. Primärgranate musste ich freischalten. Kann ich mal machen, alles klar. Und dann kriege ich eine zweite Splittergranate. Genau, das wollte ich haben. Was gibt es bei Taktikrahmen? Taktikrahmen, Sensorikpuffer, Traversalverbesserung und Nachahmer. Gliedmassen. Gliedmassenoptimierung und Mikrobeschubdüsen beginnen das Laufen an Wänden. Ach, das habe ich noch gar nicht. Ich dachte, das hatte ich schon mal. Aber das brauche ich unbedingt. Okay, ja, ich tue jetzt hier aber nicht lange rum, ganz ehrlich. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, eher Bock auf Action. Aber mit diesem Loadout können wir mal in die Schlacht ziehen, würde ich mal sagen. So. Was gibt es hier hinten noch? Hier gibt es noch Kampfimmersion. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das ein Simulator? Ich schaue mir das ganz kurz doch mal an. Kampfimmersion, experimentieren Sie mit einem großen Waffenarsenal, Ausrüstung, bla bla bla. Okay, ja, das ist praktisch eine Kampfsimulation, okay. Hier habe ich eine ganz andere Ausrüstung. Wieso denn das? Na gut, ich starte das mal ganz kurz, vielleicht geht das ja schnell. Das ist quasi, ja, was ist das, wie ein Waffenstand, wo man kurz trainieren kann. Allerdings ist das Ganze hier virtuell interessant. Das heißt, das ist ein bisschen mehr als nur eine Schießbude. O
Okay, gut, aber auf jeden Fall kann man hier zumindest die eigenen Waffen ausprobieren und wahrscheinlich auch das Trainingsprogramm groß benutzen. Ah, okay, hier gibt es auch Raketen. So, ich treffe den auch verdammt gut. So, jetzt. Ja gut, das ist das Trainingsprogramm. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht. Kampfinvasion beenden. Aber gut, dann habt ihr es zumindest mal ganz kurz gesehen. Und ich auch. Gut. Dann kann man sich hier noch die Cyberkerne anpassen, also die Cyberfähigkeiten, die man hat. Das schauen wir uns jetzt allerdings nicht an. Das mache ich vielleicht in einer künftigen Folge. Einfach deswegen, weil ich jetzt echt los will. Ich will jetzt echt los zur nächsten Mission. Hier. So, wir hatten ja den Loadout schon eingestellt. Genau, ich kann jetzt hier noch meinen Cyberkern wechseln. Aktuell gibt es 3 verschiedene Sets. Eben Hacking, also Kontrolle oder Kampfkunst oder Chaos. Aktuelles Kern aktiviert. Ich lasse das mal, vielleicht ist das auch, hat das schon einen Grund, dass das standardmäßig eingestellt ist. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalescenzanlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und Technik schmuggeln. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Ja, da wäre ich auch besorgt. Dann gucken wir mal. Wir sind jetzt in der 3. Mission, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sind wieder mal offline unterwegs. Die Kampagne kann man ja Koop zocken, das habe ich schon mal erwähnt. Aber diesmal sind wir wieder offline. Also ich bin solo unterwegs. Einfach deswegen, weil es immer wieder Serverunterbrechungen gibt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Okay, dann auf ans Werk. In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Kane, wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendrix. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks-Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf Informationen über einen Drohnenangriff. Aber ihr müsst rein und sie abfangen. Wir müssen sicher gehen. Verstanden. Sind auf dem Weg. Aktivität voraus! Bleib unten! Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch.
Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Wow, wow, Hendrix. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Töten wir den Mistkerl doch! Wir müssen in Deckung gehen! Los! Achtung! Ein Kampfwagen kommt! Granaten! Gut, schon mitten in der Action. Sehr gut. Autsch, bin ich mal wieder übermütig. Naja, das bin ich, glaube ich, in jedem Call of Duty. Na gut, dann machen wir diese Stelle nochmal. Okay. Okay, ja, ich stelle mich hier aber schon extrem doof an, muss ich schon mal sagen. Vielleicht sollte ich das mal... So. Ausschalten, schnell! Ja, ja, ausschalten, schnell! So. Okay. Oh, ich muss hier echt aufpassen. Hey, ich sehe hier gar nichts. So, okay. Okay. So, jetzt, ich muss echt dran denken, das ist echt ungewohnt für ein Call of Duty, dass man diese Cyber-Kernfähigkeiten benutzt und damit man auch die Gegner sieht oder lokalisieren kann. Das macht man normalerweise nicht. Und irgendwie muss ich hier auch scheinbar ein bisschen vorsichtiger vorgehen. So. Dieser Typ von vorhin schon. Jetzt habe ich mich mit der eigenen Granate getötet. Kann das echt sein, oder? Das darf wohl nicht wahr sein. Okay, Leute, wir machen das nochmal, weil das so schön ist. So, ich habe nämlich dummerweise dieses Multischuss-Raketenwerfer-Gerät mit Lenkraketen nur am Anfang. Oh oh, das ist wieder dieser Typ von vorhin. So. Ich holz jetzt einfach auf den Typen drauf, solange es geht, weil der ist nämlich echt die größte Bedrohung. So, das war's. So, jetzt brauche ich noch die anderen Leute hier. Aber ich gehe hier mal außen rum. Alles sicher. Gut. Ja, das war ja einfach. Also, daran zweifle ich mehr oder weniger. Die Mortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung ran. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen, verziehe gleich den Bolzentreiber und halte dich gut fest. Okay, dann bin ich mal gespannt. Der Bolzentreiber. Der Wind nimmt zu. Setze den Bolzentreiber ein. Ah, okay.
Ah, okay, gut. Sobald es eine Windböe gibt, muss ich mich hier einhaken. Okay. Sonst bläst es mich nach hinten weg. Benutze den Bolzentreiber! Dummerweise kann ich hier nicht rennen. Bolzentreiber, jetzt! Ja, ich schaue jetzt aus wie ein Depp, weil ich hier nicht hochklettern kann. Okay. Aktiviert. Hui. Okay. Negativ. Der Supersturm ist zu stark. Der Sturm wird nur noch stärker. Scheiß drauf. Kane, wir gehen rein. Hendrix, Position halten. Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzenteil bereit. Okay, jetzt geht's das Ganze auch noch durch Flutwellen. Die Wellen kommen. Benutzt den Bolzentreiber. Gut, die nächste Welle kommt gleich. Oder auch nicht. Doch, ups. Schnell einhaken. So, ist klar. Verstanden, Hendrix. Oh, ups. Oh, ups. Okay, Wellen gibt's ja auch noch. Also Gegner und Wellen. Ja, ja, ja. So, ich gehe hier mal außen herum. Okay, ja, ich gehe hier in den Seitenangang rein, das ist besser. Utsch! Utsch, 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 utsch. Uiuiuiui, okay. Na komm schon, hier ist doch einer. Wo ist denn der? Da. Ups. Oh, das sind weibliche Soldaten. Das ist ja mal auch neu, dass die als Gegner vorkommen. So. Gut, ja. Ich muss schon sagen, also das Spiel, das schmeißt einen direkt in die Action. Ich hab... Der Sturm wird schlimmer. Ja, ja. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. So. So, ich muss hier näher ran an die Soldaten. Moment, guck mal hier außen rum. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Oh je, bin verletzt. Ich muss mich mal kurz verstecken. So. So langsam haben wir aber das Ganze unter Kontrolle, hoffe ich doch mal. Alles okay. Kane, wir haben die Fracht erreicht. Was jetzt? Du musst dich verbinden. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. Sowas geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank.
Alles wird erfasst und verfolgt. Oh, ja, das ist auch sehr, sehr geil. Ich habe einen fantastischen Bug hier. Leute, das gibt's ja nicht. Ja, ich habe hier einen schwebenden Soldaten, der so leicht tot ist, aber so ein bisschen hier mit der Umgebung mit schwingt. Ja. Jawohl, sehr gut. Ja, seine Psi-Fähigkeiten sind sehr stark in diesem hier. Oh Mann, echt. Ja, so viel dazu. Ich hacke jetzt mal hier das Teil, während der Typ hier noch ein bisschen in der Gegend herumschwebt. Ja. Die Macht ist stark in ihm. Der Sturm wird schlimmer. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden, danke, Kane. Ja, er schwebt immer noch herum. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Ja. Ich würde aber lieber gerne mit diesem Typen hier herumspielen, weil er so schön in der Gegend herumschwebt. Kann ich den rumschieben? Nee, kann ich nicht. Das wäre noch geil, wenn ich den herumschieben könnte und am besten gleich noch als Schutzschild benutzen. ja, wo ist jetzt hier? Hier geht's los. Alles klar. Gut. Der Sturm ist da. Achtung! Das Schiff wird das doch bersten lassen wie Balsaholz. Spring auf das Boot. Los jetzt! Weiter vorne ist ein U-Bahn-Tunnel. Er führt euch direkt in die 54i-Kommunikationszentrale. Ich glaube, hier steigen wir aus. Gut, ja, und so schon sind wir in der, ja, was, wo sind wir hier, in der U-Bahn? Ah, alles klar, es geht gleich mal zur ersten Tauchpassage. Oh, das sieht aber schön aus hier. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat. Das bedeutet schwere Verluste für uns. Wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Verstanden. So. Ah, gut. Eine Munitionskiste, beziehungsweise eine Ausrüstungskiste, wo ich meinen Loadout ändern kann. Aber eigentlich war ich eigentlich ganz zufrieden. Ich benutze den jetzt einfach mal weiter. So, wo ist der Kollege? Der ist dabei. Der lustige Jimi Hendrix. Schade, dass er keine Gitarre dabei hat, sonst könnte er ein bisschen musizieren hier. Dann wäre hier ein bisschen mehr Stimmung. Markiere die Ziele. Die Glühwürmchen, okay. Ja. Ach so, du schickst die Glühwürmchen. Ich habe nämlich gar keine dabei. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt? Wir sind doch hier nicht im Multiplayer. Was geht mit dir ab? Oben und unten. Ah, danke für diese sehr genaue Auskunft. So. Okay, Leute, ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen mehr vorsichtig spielen, weil ich jetzt schon so oft einen auf den Deckel bekommen habe, dass ich mich echt lieber mal verschanze. Auch wenn das jetzt ein bisschen weniger spektakulär ist. Aber ich muss hier echt ein bisschen vorsichtiger spielen. Einsatzschilde.
Ja, Einsatzschild, sehe ich es auch. Es bringt ihm aber nichts, sein Einsatzschild. So, wo bist du denn, Bursche? Los geht's. Nicht zu viel schlafen. Oh. So. Wir beenden unsere Patrouille. Richter, in Deckung! Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn! Was zum Teufel? Wer schießt da? Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54-IFU-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Nach dir? Abgeriegelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Alles klar. So. Also, Kane, was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Oh, das sehe ich auch gerade. Ungewohnt, dass das jetzt auch weibliche Soldatinnen gibt, die auf der gegnerischen Seite kämpfen. Nein! Oh, ich wusste es, es war wieder so ein Mega-Risiko. Aber es gab zumindest gleich einen Checkpoint. Du willst mir verarschen. Der Typ war schon kaputt und schießt noch. So. Du stehst nur rum und tust nichts. Wobei, gut, die Gegner stellen sich jetzt auch nicht gerade klug an, aber naja. Der hat jetzt auch gewartet, bis ich da bin, oder? So. Ah, hier sind wir richtig. Das Relais ausschalten. Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals.
Sende neue Koordinaten auf euer HUD. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Sind fertig. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Und das wird es auch garantiert, weil wir sind hier in einem Call of Duty, deswegen ja, vergehen kaum 5 Sekunden und schon stürzt natürlich alles zusammen. Oh, hier kommen wir wohl nicht durch. Oder doch? Doch, hier kommen wir durch. Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht scheiß Sturm stehen, oder? Ah, okay, gut. Jetzt ist das ein bisschen mehr wie ein Labyrinth, wo man hier durchläuft. Aber doch, sehr, sehr schön, natürlich. So, andere Richtung. Ich glaube nicht, dass hier noch wer lebt. So, gut, dass hier eine Waffenkammer herumliegt, in dem eingestürzten Gebäude. Aber ich brauche die gar nicht. Ah, eine Zipline, fantastisch. Ja, und wie benutze ich die? Sie sind immer noch da und wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Greifen Sie an, bevor der Sturm kommt. Na, das ist doch ein Plan. Ach, das ist wieder der eigene. Woher soll ich denn das wieder erahnen? Ach, da oben steht noch einer. Also die Feinde sind schon relativ gut, naja, nicht getarnt, aber gut versteckt hier irgendwie. Man übersieht hier ganz schnell mal jemanden. Okay, da ist wohl das Teil kaputt gegangen. Schade. So, irgendwo da hinten ist dieser, wie heißt der, Kriegsherr, was wahrscheinlich garantiert Warlord heißt und natürlich auch irgendwie besser so gewesen wäre, wenn man es im Deutschen auch Warlord nennen würde, aber naja gut, es ist halt eben alles übersetzt. Na gut, auf jeden Fall schwirrt der Typ hier immer noch rum. Schöner Mist. So, jetzt schalte ich erstmal die anderen Jungs hier aus. Ich hab noch viel Munition. So, na also. So, du stehst ganz schön doof herum. Aber okay, mach das ruhig. Das könnt ihr alle recht gut. So, wo geht's jetzt? Kane, hier wir hin. Sehen die Geheimstation. Ach. Mach mal die Tür auf, ich krieg die Tür nicht auf. Ja. Und lauf nicht immer so wirr herum. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Ja, da bin ich mir auch gespannt, weil ich bin jetzt in der dritten Mission hier und ich habe absolut keine Ahnung, worum es hier überhaupt geht. Oder wofür ich kämpfe oder wogegen ich kämpfe. Also es ist mir ein absolutes Rätsel. Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Kane? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen.
Da vorne ist was. Bereit machen. Hörst du das? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los! Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Mein Gott! Schalt den Scheiß ab! Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Verwehrung der Wiedergeburt. Von einem Jay Zong. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt... Dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Was? Du glaubst, sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Okay, ich muss mir jetzt gerade das Lachen verkneifen, weil diese Scharfschützen, die wir hier dabei haben, hat verlispelt wie irre in der deutschen Stimme. Was soll denn das? Das ist ja eine absolute Witzfigur. Leute, also die CIA hat einen speziellen Spezialagenten. Hallo Leute, vielleicht engagiert ihr mal gescheite Sprecher. Was ist denn da los? Das ist ja wohl eine Frechheit. Aber so oder so... Wir sind jetzt schon wieder am Ende von dieser Let's Play-Folge. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Gefällt mir vielleicht dazulassen. Und wir sehen uns natürlich gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.